Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Wochendekoration. Ihr hört es schon, ich bin zu, ich würde sagen, 99% wiederhergestellt. Die Nase ist noch ein bisschen zu, aber ich fühle mich momentan wie das blühende Leben, weil irgendwie bin ich raus aus dieser, ach, ich weiß nicht, aus meiner Quarantänezone, aus meiner Seuchenzeit. Und was natürlich doppelt so schön ist, ist, dass ich die aktuelle Woche dekoriere. Die aktuelle Woche, Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Ich meine, klar, es ist Sonntag. Das ist mir schon bewusst. Es ist Sonntag und so, aber immerhin, immerhin ist es die aktuelle Woche und das ist viel wert. So, ich werde morgen nicht die kommende Woche dekorieren können, aber am Dienstag. Das heißt, ich bin dann auch wieder voll im Tritt und werde dann sonntags wahrscheinlich immer die nächste Woche dekorieren, obwohl ich ja mal immer schon in 2 Wochen voraus die Wochen dekoriert habe und das fand ich persönlich sehr gut. Das lief irgendwie richtig, richtig gut. Das habe ich sehr gern gemacht. Es war aber auch ein bisschen verwirrend. Also im Sinne von, okay, ich habe die kommende Woche auf dem Schirm und die übernächste Woche irgendwie auch noch, war es super. Aber um einfach mal die aktuelle Woche aufzuschlagen, das war manchmal ein bisschen crazy, weil ich quasi ja dann schon 2 dekoriert und das halt die letzte dekorierte Woche nicht die aktuelle Woche war. Aber hey, Mann, das ist. Ja, das ist das Gewusel in meinem Kopf. Ne? Aber egal, ich glaube, dass ich wirklich jetzt erstmal nur eine Woche im Voraus dekorieren werde, also quasi am Sonntag, dann immer für die kommende Woche. Und ja, so wird es dann geschehen. Wir fangen an oder machen weiter, wie auch immer, mit der neuen Deko und zwar natürlich mit meinen Supi-Dupi Harry Potter Stempel Abdrückers. Und diese Woche geht es um Hermine und Ron. Meiner Meinung nach ein perfektes Pärchen. Ich finde die zwei unglaublich süß. Ich mag die Liebesbeziehung sehr, sehr, sehr gern. Und es hat mir tatsächlich immens das Herz gebrochen, als J.K. Rowling mal anmerkte, dass sie eigentlich nicht daran glaubt, dass Ron und Hermine ein gutes Paar abgeben würden. Aber der Verlauf der Bücher arbeitete irgendwie so darauf hin und irgendwie war die Erwartungshaltung natürlich auch sehr groß. Jeder hat erwartet, dass die beiden zusammenkommen. Aber sie ist nicht der Meinung, dass die beiden ein gutes Paar abgeben würden, so in Real Life, dass die Beziehung keine Substanz und keine Chance hätte. Und das akzeptiere ich so einfach nicht. Nein, nein, nein. Das kann ich so nicht akzeptieren. Es sind doch Ron und Hermine. Ja, ich bin auch so ein bisschen verliebt in Ron. Erstens, weil er ein Ginger ist. Ich habe ein großes Faible für rothaarige Menschen. Ich weiß nicht, viele finden das ziemlich albern und doof und sagen, warum? Die haben doch eh keine Seele. Was soll das? Alles Hexen. Verbrennt sie auf den Scheiterhaufen mit ihnen. Aber ich finde rothaarige Menschen, nicht alle, aber zum großen Teil tatsächlich ziemlich attraktiv. Beziehungsweise ich finde rote Haare erstmal attraktiv. So, Punkt. Und ich habe das Gefühl, dass das gerade so langsam kippt, dass rothaarige Menschen jetzt viel mehr in unserer Gesellschaft akzeptiert werden als früher. Totaler Quatsch. Aber ja, ich habe ein ganz, ganz großes Herz für Ginger People und deswegen war Ron da schon immer, ihm gehörte einfach ein sehr großer Platz in meinem Herzen und außerdem finde ich Rupert Grint sehr charmant und sehr witzig.
Ich fand den Buch Ron schon immer sehr, sehr gut. Ich fand aber den Film Ron fast noch besser. Einfach weil Rupert Grint ein überragender Schauspieler ist. Ja, und ich hoffe, dass irgendwann mal viel, viel mehr Filme mit ihm gedreht werden. Er ist ja momentan Theaterschauspieler und treibt da sein Unwesen und ist da auch sehr erfolgreich. Daniel Radcliffe hat ja auch große Theaterensembles mit bedient, aber er hat ja dann auch wieder den Schritt ins Filmbusiness gewagt und ich hoffe, dass das bei Rupert Grint auch so ist. Er hat natürlich auch nach oder auch schon während Harry Potter andere Filme gedreht. Es waren unter anderem skurrile Sachen dabei, aber in keinem Film fand ich ihn jetzt wirklich schlecht. Ganz im Gegenteil, ich mag ihn halt sehr. Genau. Und ja, wie gesagt, das ist so mein großer Traum, dass da irgendwie und irgendwo mal wieder mehr von Rupert Grint zu sehen ist. Genau. Zu Harry Potter wollte ich eigentlich auch nur noch anmerken, dass mein Freund und ich und wahrscheinlich noch meine Schwester und mein Schwager und meine Nichte und wie auch immer, wir im Sommer verreisen. So ziemlich jeder Urlaub wird auch dieser in Großbritannien stattfinden, weil wir unglaubliche England-Fans sind und uns nicht mal der Brexit davon abhalten kann, unsere Liebe zum Vereinten Königreich auszuleben. Und ja, wir haben schon ziemlich viel erlebt in Großbritannien. Ich war dort schon um die 8-9 Mal und ich liebe die Kultur, die Menschen. Ich kenne keine Leute, die so aufgeschlossen, offen und auch, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, die einfach so integrativ arbeiten oder Integrativität, die Integration so leben. Das finde ich sehr, sehr schön. Da können sich viele andere Kulturen auch mal eine Scheibe von abschneiden. Und wir sind einfach so aufgeschlossen, so herzlich, tolerant. Das gefällt mir wirklich sehr. Und das ist auch der Grund, warum ich so verliebt bin in Großbritannien. Und ja, deswegen, wir fahren halt regelmäßig. Okay, das letzte Mal ist jetzt schon, ich glaube, 2 Jahre her. Also letztes Jahr waren wir nicht. Ich glaube, das Jahr davor waren 2015 oder 2016 waren wir definitiv mal in Großbritannien. Und davor halt ziemlich häufig. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir dieses Jahr zur Warner Brothers Studio Tour Harry Potter, hast du nicht gesehen, mega geilomat fahren. Und ich freue mich so sehr drauf. Das ist nicht ganz günstig, muss ich zugeben. Mein Freund und ich, wir waren bei der Doctor Who Experience in Cardiff in Wales. Und das war wesentlich günstiger. Gut, okay, das ist... Kann man das miteinander vergleichen? Doctor Who gibt es wesentlich länger, aber die Fanbase ist auch mega groß. Also irgendwie, ja doch, kann man das schon miteinander vergleichen. Hoppala. Eigentlich könnte man das miteinander vergleichen, aber wie gesagt, Doctor Who Experience war günstiger. Aber ja, egal.
So, die Dekoration ist fertig und kann in den Planer. Um ehrlich zu sein, bin ich mir gar nicht so sicher, ob die mir gefällt oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir eher unschlüssig. Also ich finde sie weder richtig, richtig gut, noch irgendwie unsagbar schlecht. Ehrlich, ich kann's nicht beschreiben. Irgendwie, ich glaube, es ist die Farbkombi, die mir nicht so ganz zusagt. Schwarz, Rot, Braun ist, ich weiß auch nicht so sehr. Und dass hier drüben ziemlich nackig ist, einfach aus dem Grund, dass ich da noch volle Esse krank war. Ja, so ist das. Obwohl, habe ich nicht auch irgendwo hier eine Deko gemacht? Habe ich nicht irgendwo hier was hochgeladen? Muss ich dann mal gucken, vielleicht muss ich noch was nachtragen. Was mir auf jeden Fall gefällt, sind die Herzchen. Die gefallen mir super gut. Ich bin ja ein großer Fan von diesen interaktiven Dekorationen. Einfach irgendwo was zu entdecken ist. Und das gefällt mir in dem Fall wirklich sehr. Ja. Ich habe einfach den Besen, der ja eigentlich für Ron steht, weil er ja der Hüter von Gryffindor ist, bei Hermine hingemacht. Und das Tintenfass, was für mich eher so für Hermine steht, bei Ron. Und das finde ich eigentlich ganz süß so. Ja, und damit haben wir es geschafft. Die aktuelle Woche ist fertig. Und nächste Woche machen wir dann weiter. Ich freue mich. Und sag bis dahin, Tschaußen Klausen.